Und jetzt? Unser, meiner, alles meins. Lebendig, tot, egal. Alles meins. Okay. Ich geh dann mal. Was machst du hier? Der Steinbruch gehört uns. Hat uns gehört, als wir im Leben waren. Und gehört uns jetzt, wo wir tot sind. Behaltet den nur. Bleib zurück, ich will dir nicht wehtun. Wehtun? Mir? Mir wehtun? Du kannst mir nicht wehtun. Als ich noch lebte, war ich der härteste Sträfling an der Sträflingskette. Der härteste im Knast. Dann kam das Wasser. Jeder floh. Niemand kam, den Gefangenen zu helfen. Oh. Außer dem Schließer. Aber ich weiß, der wollte uns nur auslachen. Darum hat der Schließer sterben müssen. Hättet ihr ihn schließen lassen, hättet er vielleicht fliehen können. Das Wasser stieg. Und stieg. Und dann starben wir. Aber der Steinbruch gehört immer noch uns, auch wenn wir tot sind. Und jetzt gesellst du dich zu uns. Nee, danke. Ich bin mit meiner Position zufrieden. So. Sammeln. Noch mehr sammeln. Auch noch platt. Schee. Das ist so cool. Das ist also der Steinbruch, ja? Oh. Oha. Ich will nicht in irgendeinen Steinbruch, Freunde. Steinbrüche sind Gruselwusel. Ich mag nicht Gruselwusel. Gruselwusel, gruselig. Gruselwusel? Oh, nee. Gespensterische. Und nasse Socken haben wir auch bekommen. Aua. Ich glaube, es hackt. Ich bin froh, dass wir hier Chakai dabei haben. Mit dem Wissen, dass der auf unserer Seite ist, habe ich schon mal nicht mehr ganz so viel Angst. Ihr langweilt euch wahrscheinlich. Weil gruselig ist das hier nur echt nicht. Eigentlich müssten wir das hier nämlich gar nicht tun. Ihr wisst ja, wir könnten den Damm auch so schließen. Aber ich hasse es, irgendwas zurückzulassen, Freunde. Das tut mir leid für euch. Ihr könnt ja einfach vorspulen, wenn euch der Steinbruch nicht interessiert. Aber ich würde schon gern wissen, was hier unten abgeht, weil... Immerhin wurde er ja implementiert, ne? Muss hier bestimmt auch was Spannendes hausen. Hier zum Beispiel. Wo es so schön glitzert. Ui, wer bist denn du? Jisu, der Würger, riecht was Frisches. Yummy. Hallo. Was ist hier passiert? Wasser kommt. Die Leute lassen Jisu, den Würger und andere Gefangene hier zum Sterben. Wasser kommt schneller. Wir klettern, rennen, packen einander. Dann überall Wasser. Aber wir nicht sterben. Jisu, der Würger, hat viel zu viel Hass zum Sterben. Oh ja, das kenne ich. Wer bist denn du? Also, dass er Jisu, der Würger ist, hat er jetzt echt schon dreimal gesagt. Jisu, der Würger, ist König hier. Ui. König der Gefangenen. König der Toten. Die Toten dienen Jisu. Das ist schön, Jisu. Und jetzt wirst du auch untertan von Jisu, dem Würger. Na dann schau mal, ob du schnell genug bist, meinen Hals zu erwischen. Oh, ein Feuermagier. Da hat man noch nicht viele. Und Chakai steht einfach nur in der Gegend rum. Ey, der ist wieder voll. Gibt's hier gleich Heilung, Typ? Wie, der ist schon wieder voll. Ich glaube, der hat mehrere Energieleisten. Ich heile auch mal ein wenig. Noch eine Energieleiste? Oder heilt er sich immer wieder?
Mach mal die anderen zuerst platt. Oh, was macht der da? Die Schlange kotzt ein wenig Feuer. Also jetzt ist aber mal gut hier. Danke. Puh. Jetzt sind wir König. Königin. Wer ist da? Hallo. Ich kann euch nicht sehen. Richtig schon. Ist da jemand? Ja. Was wollt ihr? Nix. Nur mal gucken, was hier so los ist. Wer seid denn ihr? Ich glaube, ich bin Schließer Shiyi. Stimmt das? Ja, ich bin Schließer Shiyi. Ich bewache die Gefangenen. Das ist aber schön. Die Gefangenen sind tot. Sie sind ertrunken. Ertrunken? Ja, ich erinnere mich. Das Wasser strömte herein. Bedauerlich. Ich ging zurück zu den Gefangenen. Sie waren üble Burschen, aber niemand verdient, auf diese Art zu sterben. Ist sehr bedauerlich. Ich wollte sie befreien. Ich befreite Jizu, den Würger, zuerst. Und dann... Oh. Und dann legte er mir die Hände um die Kehle. Ich konnte nicht mehr atmen und er tötete mich. Das ist aber bedauerlich. Sehr bedauerlich. Ja, warum hat er euch getötet, obwohl ihr sie retten wolltet? Gute Frage. Jizu war wahnsinnig. Er liebte den Tod. Er hungerte nach ihm. Er labte sich an ihm. Selbst an seinem eigenen, schätze ich. Ich hatte nicht nachgedacht. Ich hätte ihn nicht als Ersten befreien sollen. Ja. Oder vielleicht gar nicht. Vermutlich, ja. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, wie ich euch helfen kann. Mein Geist wurde an diesen Ort gebunden, gefangen durch den Mann, der mich umgebracht hatte. Der Hass von Jizu, dem Bürger, kettete mich im Tod an, so wie ich ihn im Leben angekettet habe. Tja. Aber ihr habt Jizu vernichtet. Seine Macht über mich ist gebrochen. Mein Geist ist frei. Gern geschehen. Ich hoffe nur, dass diese Freiheit die Erlösung bringt. Ich wünschte, ich wüsste, wo ich hingehen soll. Aber ich kann den Sog der Unterwelt nicht fühlen. Ja, der Wasserdrache ist gerade out of order. Hoffentlich finde ich den Weg allein. Out of business. Ich danke euch, dass ihr mich erlöst habt. Jojo. Im Augenblick wird es genügen, dass ich etwas Ruhe habe. Das ist schön. Das Kleinod des Wanderers haben wir erhalten und wir sind schon wieder so unglaublich gut. Lederhautjuwel. Wir müssen echt mal die Juwelen wieder durchgehen, aber ich habe da gerade so gar keine Lust zu. Wir sind einfach so schon unkaputtbar und hauen alles instant um. Da will ich nicht auch noch mehr... Da will ich gar nicht noch mehr Schaden machen, sonst ist ja langweilig. Hey du! Die sieht aus wie Wildblume. Hilfe! Bitte helft mir! Ich muss hier raus! Ich bin mit diesen furchtbaren Leuten eingeschlossen und ich finde keinen Weg hinaus! Ist bitter. Kauf dir mal ein Navi. Was genau ist denn das Problem? Bitte helft mir! Ich bin schon so lange hier eingeschlossen. Oh. Die Außenwelt ist so nah. Ich kann sie sehen. Aber diese Pfütze versperrt mir den Weg. Was? Die Pfütze? Are you serious? Ich sehe keinen Weg um sie herum. Wenn ich nur raus könnte, wäre ich endlich frei. Aber ich kann nicht durch die Pfütze gehen. Ich kann nicht. Wenn sie ein anderes Wort als Pfütze verwenden würde, wäre das bestimmt dramatischer. Sie ist doch nur knöcheltief. Geh einfach hindurch. Wisst ihr nicht, wie ich gestorben bin? Ich bin ertrunken, als die Flut kam. Es war kalt und dunkel und jetzt kann ich das Wasser nicht mehr berühren. Ich kann einfach nicht. Bitte helft mir, bitte. Ja, ist ja gut. Hör auf zu betteln. Ich werde einen Weg finden, dich da rauszuholen. Ich glaube, ich weiß, wie ihr mir helfen könnt. Seht mal zur Decke. Dort scheint es vor langer Zeit einen Einsturz gegeben zu haben. Und jemand hat diese Stangen aufgestellt, um die Decke zu stützen. Wie schwierig. Ihr müsst nur die Stangen zerbrechen, dann stürzt die Decke ein. Ganz viele Steine fallen ins Wasser und ich kann über sie springen und diesen Ort verlassen. Ich dachte, wir tragen sie Huckepack oder so. Na gut. Danke, vielen, vielen Dank. Ich weiß es, ihr könnt mir sicher helfen. Bitte beeilt euch. Ich speichere mal lieber vorsichtshalber. Nicht, dass uns echt ein paar Steine auf den Kopf fallen. So, wer ist eigentlich er?
Schicke Tätowierung, muss ich schon sagen. Kaputt. Ja. Kaputt. Na? Ette! Die ist eindeutig durchs Wasser gepatscht. Oh Mann. Also hier sind wir reingekommen, hier gibt's nichts mehr. Da geht's nur zu Jisu, dem Würger, der nicht mehr da ist. Heißt, wir können hier wieder raus, Freunde. Was haben wir da? Stalagniten. Ja. Oh, Wahnsinn, da war Geld in den Stalagniten? Are you kidding me? Was zum Teufel, Freunde? Wer versteckt denn bitte Geld in Stalagniten? Und wieso können wir nur die einen Stalagniten puttern und nicht die anderen? Ach, ist ja auch egal. Das geht uns alles nichts mehr an. Wir verschwinden schleunigst. So, was haben wir hier noch? Den haben wir schon geleert. Tja, und ohne den Wasserdrachen schweben die Seelen trotzdem noch in der Gegend rum. Aber wir sind schon auf dem Weg. Wir sind auf unserer Mission. Und wir werden den Leuten früher oder später helfen können. Ja, ich bin immer so freundlich, nicht nur beim Zocken. Ja, ja. Lalalalala. Habe ich euch eigentlich schon von Black and White erzählt? Ja, habe ich schon. Ist mir nämlich eingefallen, das ist sehr ähnlich vom Gut und Böse Dings daher. Genauso Dantes Inferno. Der kann auch entweder ganz fies oder richtig schön gut sein. Der kann sogar Kreuze schießen, der Typ. Der Dante. Ja, ja. Ja, ja. So ist das. So. Den Damm schließen. Ah, überspringen. Wir haben es schon gesehen, Freunde. Jetzt kann es aber sein, dass es schon eine Folge her ist. Ich hoffe, ihr habt euch bei der Überflutung des Tals einen Augenblick Zeit zum Feiern genommen. Was immer ihr mit der Überflutung dieses armseligen Ortes erreichen wolltet, wird sich schon bald als Fehlschlag erweisen. Feldwebel, wenn ihr dieses Ungeziefer bitte auslöschen würdet. Ich weiß jetzt nicht, Freunde, wie lange wir gebraucht haben, um wieder hierher zu kommen. Könnten schon 20 Minuten gewesen sein. Vielleicht müsst ihr in der vorherigen Folge euch die Sequenz nochmal anschauen. Ich hätte sie laufen lassen sollen. Tut mir leid, habe ich voll verplant. So, nur über meine Leiche werdet ihr diesen Damm wieder öffnen. Das ist genau der Plan. Ihr dürftet wohl sehr von euren Fähigkeiten überzeugt sein, aber glaubt mir, diese feinen Männer der kaiserlichen Armee sind mehr als gleichwertige Gegner. Der Feldwebel kennt seinen Platz und er versteht, dass die Taten der Assassinen gut für das Kaiserreich als Ganzes sind. Wenn einige wenige Leute leiden, dann tun sie das für den Ruhm von Kaiser Sun. Der hat Klauen. Warum hat er Klauen? By the way, bei der Sequenz hat man sowieso nicht mehr gesehen, als wie der Damm geöffnet wird und das Tal wieder geflutet wird. Hui. Da. Die Wildblume, so cool. Ja genau, das Wasser lang. Bedeckt alle. Die armen Kinder. Ich hasse das Wasser. Es ist so vertraut. Okay. Wildblume, du bist doch nicht etwa auch ertrunken? Ich bring das immer durcheinander. Wurde der Damm jetzt geschlossen oder geöffnet? Geschlossen, ne? Deshalb ist jetzt alles wieder überflutet, oder? Was andersrum? Ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal skillen. Neue Stufe! Wie üblich, zwei in Körper, einen G. Oder, nee, erstmal Fokus noch ein bisschen. Fertig. Yep, der springende Tiger. Neue Stufe. Sup, sup. Sehr schön. G-Schaden. So. Auf jeden Fall hat Tiens Anlieger jetzt wieder genug Wasser, dass die Schiffe fahren können. Wir sind einfach viel zu gut für diese Welt, Freunde. So, und da sind wir auch schon wieder. Haben wir eigentlich schon geschaut, wo es links lang geht?
Mach ich mal kurz, aber ich glaube, das war eine Sackgasse. Ah! Hier geht's praktisch wieder zum Damm. Oder? Ich glaube schon. Piu, 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 piu. Piu. Piu, 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 piu. Das war cool, Freunde. Jo, hier geht's wieder zum Damm. Müssen wir also nicht mehr hin. Die Ziegen und Schäfchen blöken. Als wäre nichts gewesen. Tiens Anleger. Jetzt sind alle glücklich. Bitte schön. Hey, ihr müsst die Frau sein, die der Captain gemeint hat. Er hat gesagt, ich soll euch vielmals danken und das hier geben. Danke. Ich glaube, er konnte es kaum erwarten, wieder auf den Fluss zu kommen. Und sobald das Wasser kam, war er auch schon fort. Alles klar. Da habt ihr ein Silberstück. Oh, vielen Dank. Mann, jetzt habe ich wieder einen ganzen Tag lang zu essen. Bin ich ein Glückspilz oder was? Offensichtlich. Ah, ja, bei 2300. Beziehungsweise, es sind jetzt nur 2299. Da können wir schon mal ein Stückchen abgeben, glaube ich. Ein Silberchen abgeben. So, Freunde, jetzt machen wir jetzt hier noch einen schönen Abend in Tiens Anleger. Verkaufen erstmal unser ganzes Zeug, was wir eingesammelt und gefunden haben. Was kommt jetzt? Ich habe euch sehr viel Silber für eine einfache Aufgabe angeboten, aber ihr habt stattdessen den großen Damm geschlossen. Merke, geschlossen. Und mir mein Geschäft verdorben. Für mein Weingeschäft ist es zu spät, aber ich bin Geschäftsmann und werde meinen Gewinn eintreiben, auf die eine oder andere Weise. Guckt mal meinen Begleiter an, dann könnt ihr euch mal überlegen, was ihr macht. Ich möchte das Ding mit dem Hut hauen. Oh, deshalb. Ich wundere mich gerade, warum hier nichts vorangeht. Wir hatten das Eisgedöns. Jetzt hat der glatt schneller zugeschlagen, als wir konnten. Und nochmal 76 Silber. Dankeschön, junge Dame. Was machen wir denn jetzt als erstes, Mensch? Hallo? Gufu, die Süße. Der Damm ist wieder geschlossen. Ja. Tiens Anleger kann sich immer noch erholen. Ja. Und das alles verdanken wir euch, höchst ehrenwerte Fremde. Ja. Auch ich möchte euch sehr herzlich dafür danken. Ja. Es tut gut, eine Sorge weniger zu haben. Ja. Wir haben hier ohnehin mehr als genug davon. Ja. Erzählt mir, welche Sorgen ihr meint. Piraten ziehen räubernd übers Land. Sie entführen Bauern und machen sie zu Sklaven. Zum Glück haben sie Tiens Anleger verschont. Bisher jedenfalls. Tja. Das ist bitter. Erzählt mir mehr von den Piraten. Ich wünschte, ich könnte euch weiterhelfen, edle Dame. Aber ich bin nur eine einfache Bäuerin. Alles, was ich über Piraten weiß, ist, dass man ihnen aus dem Weg gehen sollte. Vielleicht könnte Shing euch etwas erzählen. Sicher würde er tun, was in seiner Macht stünde, um euch dabei zu helfen, die Bedrohung durch die Piraten von der Stadt abzuwenden. Immerhin ist er unser kaiserlicher Minister. So. Ja, wo man mit Minister Shang finden, wissen wir eigentlich. Gleich hinter diesem Teehaus führt eine Straße nach rechts. Folgt ihr bis zum Marktplatz. Dort ist Minister Shing für gewöhnlich anzutreffen. Ja, außerdem müssen wir sowieso. Lebt wohl. Lebt wohl, edle Dame. Jojo. Bauer, was hier treiben sich überall Geister herum. Ah ja. Nach Einbruch der Dunkelheit wage ich mich nicht mehr aus dem... Das ist aber schade. Die Dame des Teehauses. Da war doch was. Na du? Ich schwöre, wenn sich noch einer beschwert, wie lange das mit seiner Bestellung dauert, kündige ich. Ich habe gehört. Ich habe Dutong um Arbeit gebeten, aber er ist... Was ist denn das? Ein Minotaurus. Lass Tom in Ruhe.